Stichwort letztes Wort, Patrick Pence. Wie schaut's aus? Hättest du mich fragen müssen, er wurde auch nicht verabschiedet, oder? Richtig, ja, er ist nicht verabschiedet worden. Richtig. Weil auch hier die Zukunft noch nicht ganz geklärt ist, aber eine Lösung Richtung der Torhüterfrage, weil es ja keine unwesentliche Position jetzt generell im Fußballspiel ist, die werden wir jetzt aber sehr, sehr zeitnah, wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen schon präsentieren. Das klingt aber nicht nach einem Verbleib von Patrick Benz. Kann man das so interpretieren? Ist Interpretationsfrage natürlich. Da lassen wir jetzt aber nicht wirklich in die Karten schauen, weil die letzten Wochen, Monate ich sehr, sehr viel natürlich auch jetzt speziell mit dieser Position bei uns im Spiel verbracht habe und in den nächsten Tagen weiß man dann eh mehr. Gibt es neben diesen ganzen Transferaktivitäten noch immer Bemühungen, jetzt auch in dieser Vorbereitungszeit vielleicht um vorzeitige Verlängerungen? Einige sind ja schon gelungen. Muki Huskovic, Can Keles, Flo Wustinger, Dario Kraiker, zuletzt Sandali Konde, Amos Mutschke. Kannst du weitere Namen nennen? Dominik Fitz. Dominik Fitz natürlich, ja. ja, ich hoffe auf die nächsten Tage eigentlich. Also ich würde schon gern, aber da müssen ja auch die Berater und Spieler immer mitspielen, ist ja das Thema natürlich. Die nächsten Tage vor dem Training starten und den einen oder anderen Kracher als Vertragsverlängerung präsentieren. Also die Chancen stehen nicht so schlecht. Jetzt wirst du mir wahrscheinlich entlocken wollen, welche Namen, aber das sind eh so die üblichen Verdächtigen. Die stehen gar nicht so schlecht, die Karten. Und da bleibe ich wieder dabei, die Attraktivität in den letzten Wochen hier weiterzuspielen, die ist eher gestiegen als gefallen.